Guten Tag. Herzlich willkommen zu Tagakademie Nummer 1, Togetherness. Wir senden heute live aus dem TAK Theateraufbau Kreuzberg am Moritzplatz im Aufbauhaus in Berlin. Mein Name ist Stefanie Ehnet. Ich bin Mitglied der kollegial-kollektiven Leitung des TAK. Und ich begrüße hier vor Ort ein sehr kleines, aber feines Publikum. Und ich begrüße da draußen an den Monitoren, im Arbeitszimmer, in der Küche, auf dem Balkon, wo immer, ein größeres, natürlich auch feines Publikum. Herzlich willkommen. An die Zuschauerinnen an den Monitoren sage ich gleich mal vorweg, für Ihre Fragen ist heute der Zoom-Moderator Richard zuständig. Der wird auch die Regeln erklären im Chat. Bei einigen Programmpunkten sind Fragen zugelassen, die können dann in den Chat geschrieben werden. Er wird sie sichten, aber ich bitte jetzt schon mal um Verständnis, wenn vielleicht nicht genug Zeit ist für alle Fragen. Das werden wir dann sehen. Das war die Bürokratie. Togetherness also. Was heißt das eigentlich? Zusammengehörigkeit, Zweisamkeit, Beisammensein, Zusammensein. Together wise, together verse. Gemeinsamen habe ich auf einem Kinderbuch gefunden, fand ich sehr schön. Togetherness kann man natürlich auch missverstehen. Also es klingt so ein bisschen happy, 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 hippie-esque. In der Natur ist nicht alles friedlich oder nur schön solidarisch. Und gehören Menschen eigentlich zur Natur? Also noch? Oh. Findet jemand den Namen kitschig? Manchmal hilft Kitsch ja auch. Unser Medienpartner, Fritz FM, hat einen Trailer produziert und dafür einen Song verwendet. Der heißt All Together Now von The Farm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. All together now, all together now. Also ein sehr poppiger und auch schöner Song. Wir haben ziemlich gelacht, als wir das gehört haben. Aber irgendwie öffnet das eben auch eine andere Ebene, eine emotionale Ebene. Und das fanden wir auch schön. Die Togetherness, die ich meine, ist eher eine Zusammenheit oder Zusammenkeit. Ein Zustand, in dem viele verschiedene Spezies in unterschiedlichen Abhängigkeiten und ihren Interessen oder Bedürfnissen gemäß miteinander koexistieren können, ohne dominiert zu werden. Die Tagakademie Nummer 1, Togetherness, will Grenzen durchlässiger machen. Im Kopf, in der Politik und zwischen Disziplinen. Mit dem Ziel, eine freie und gesamtgesellschaftliche Debatte anzuregen. Es gibt die ethische wie existenzielle Notwendigkeit, die menschliche Perspektive auf andere Lebewesen grundsätzlich zu hinterfragen und umzuordnen. Es geht hier in diesen beiden Tagen also nicht vorrangig um Gerechtigkeit innerhalb der menschlichen Art, wohl wissend, dass diese ebenso viel zu oft fehlt. Allerdings verleiten die aktuellen Krisen, der Klimawandel, das Artensterben, die Covid-Pandemie, auch zu der These, dass eine globale Andersbehandlung anderer Spezies, also dass mehr zwischenartliche Gerechtigkeit auch zu mehr globaler Gerechtigkeit innerhalb der menschlichen Art führen würde. Denn dann würde es diese Krise nicht geben. Hier geht es jetzt zwar wieder um den Nutzen für die Menschheit, der als Argumentation für gesellschaftlichen und politischen Wandel anscheinend immer gebraucht wird, wo doch die Frage nach Gerechtigkeit schon reichen würde. Ein Freund von mir hat mir neulich ein Buch empfohlen, das hier, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung von Emilia Roig. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es gerade erst gekauft, aber er hat es mir empfohlen, indem er mir aus dem Epilog vorgelesen hat. Und das mache ich jetzt auch mal.
Was habe ich davon gehabt, die Fliege Nina als lebenswertes Wesen zu sehen, anstatt sie zu töten? Es hat mein Herz geweitet und meine Wahrnehmung gedehnt, aber nicht nur. Es hat mich ein wenig von der Hierarchie befreit, über die es in diesem Buch geht. Das Fundament der Unterdrückung. Wenn ich mich über diese Fliege stelle, stelle ich mich auch unter andere. Denn das heißt, dass ich die Hierarchie des Lebens verinnerlicht habe. Menschen als Untermenschen, als seelenlose Tiere zu betrachten, erlaubt Gewalt, Missachtung, Mord und Genozid. Die Nazis bezeichneten die Juden, Jüdinnen, Romja und Sintize als Ratten und Läuse. Schwarze Menschen wurden während der Sklaverei und lange danach als Tiere betrachtet. Die Tutsi wurden während der ruandischen Genozids Kakerlaken genannt. Behinderte Menschen wurden als nichtmenschliche Ungeheuer betrachtet. Die Herabsetzung nichtmenschlicher Lebewesen ist die Grundlage der Hierarchie, die wir abbauen müssen. Was wäre, wenn diese Hierarchie zwischen Menschen und Tieren nicht gäbe und wir nichtmenschlichem Leben die gleiche Würde zusprechen würden wie menschlichen? Wir würden dadurch die Hierarchie an der Quelle aufbrechen. Wenn wir uns der unterdrückenden Hierarchie entziehen wollen, müssen wir das voll und ganz tun und nicht exklusiv für Menschen oder für Teile der Menschen, wie das bisher versucht wurde. Die Welt braucht die Fliege Nina ebenso wie alle Menschen Fische im Ozean und Bäume in Wäldern brauchen. Wenn wir das verinnerlicht haben, können wir von der Idee befreit werden, dass wir über oder unter andere gestellt werden müssen, um einen Wert zu haben und schließlich unsere Existenz zu rechtfertigen. Das ist eine ganz interessante Perspektive, finde ich. Also ich stelle mir vor, oder ich könnte mir vorstellen, dass rassistische Diskriminierung zum Beispiel wahrscheinlich mit der Kolonialisierung begann. Soziale Unterdrückung oder religiöse Diskriminierung, also durch Adel, Lehnsherren, Kreuzzüge und Kriege, gab es aber schon viel früher. Seit wann denn? Ist es vielleicht sehr abenteuerlich, diese Unterdrückungsmechanismen zu einem Ursprung zurückzuverfolgen? Wir brauchen einen Wandel hin zu einer respektvolleren und für alle fruchtvollen Koexistenz. Und dies bedeutet nicht nur Verzicht, sondern Gewinn. Gewinn an Lebensqualität, an Freude, an Freiheit und an Zukunft für alle. Kitschig? Ja, vielleicht. Erstrebenswert? Allemal. Ja, wie soll das aber genau gehen? Für welche Arten trifft das zu und was zu? Wer braucht was? Welche Veränderungen sind wann nötig und möglich oder machbar? Wir gehen mit vielen Fragen in diese Konferenz und naja, ich gehe fast davon aus, dass es morgen Abend noch mehr sein werden. Aber wir haben nicht nur die Konferenz. Zur Takademie Togetherness gehört auch das Labor, in dem künstlerische Antworten auf diese Fragen gefunden werden sollen. Aus über 90 Bewerbungen wurden 10 interdisziplinäre KünstlerInnen ausgewählt und die sitzen alle hier. Und werden die Diskurse nach dieser Konferenz weiterführen. Im September gibt es dann eine Laboröffnung und eine öffentliche Präsentation. Die LaborkünstlerInnen werden sich auch auf dieser Konferenz jeweils kurz vorstellen. Das ist jetzt nicht so, wie es im Programm abgedruckt ist, en bloc, sondern ich habe es ein bisschen auf die 2 Tage verteilt. Lassen Sie sich also überraschen. Und was soll eigentlich dieses Takademie? Naja, also TAK, Theateraufbau Kreuzberg, ist ja klar. Die Idee hinter der Takademie ist der lang gehegte Wunsch, auch mit Kontextveranstaltungen zu verschiedenen Themen im Spektrum von Debatte, Bildung und Kunst an ein breiteres Publikum heranzutreten und so gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen. Für diese erste Ausgabe danken wir unserem Förderer von Darstellende Künste, der mit dem Programm Take Note das passende Tool geschaffen hat. Ich danke Philipp von Gall, der das Konferenzprogramm mit mir gestaltet hat und mich auch schon bei der Antragstellung beraten hat. Wir danken der TAZ und Flux FM für die mediale Unterstützung und allen KooperationspartnerInnen, die auch alle einzeln hier noch in Erscheinung treten werden.
Ich freue mich auch, dass Fritz Habekus da ist, Zeitredakteur und Autor, der neben seinem eigenen Programmbeitrag auch heute die Co-Moderation übernimmt. Ich danke dem gesamten Team, Natascha, Alexandra, die jetzt, glaube ich, gar nicht hier ist. Ihr seid Schätze. Karam hat tolles Design gemacht für die Tacademie. Ich danke noch viel mehr Leuten, aber ich glaube, ich hebe mir noch ein bisschen was fürs Ende auf, damit wir jetzt auch mal anfangen können mit der Konferenz. Also, wir öffnen heute eine Konferenz, ein Labor und eine Tacademie. Ich bitte nun Franche auf die Bühne, meine Kollegin aus der kollegial-kollektiven Leitung des TAC. Franche Stapellauf, bitte walte deines Amtes. Sehr, sehr gerne. Damit eröffnen wir die TAC-Akademie. Thank you.